So, da sind wir wieder. Markus Schroth hat akzeptiert, Thomas Hessler hat akzeptiert, Nico Kovac und Mehmet Scholl. Die haben wir jetzt im Trainerteam und ich habe die Trainer auch schon so eingestellt. Mehmet Scholl darf das Schießtraining oder Schusstraining übernehmen. Das Offensivtraining wird Markus Schroth übernehmen. Defensivtraining Nico Kovac, Thomas Hessler, die Ballkontrolle, die Taktik wird Manfred Schmid übernehmen. Aerobic macht Abanos und Benjamin Kugel macht die Stärke. Ansonsten Alexander Bade wird das Torwarttraining beides übernehmen. Das lassen wir auch so. Ist erstmal okay. Und dann können wir auch jetzt hier sehen, wie das denn so im Verhältnis ist. Fitness sieht aber echt schlecht aus. Naja, okay. So sieht es auf jeden Fall im Verhältnis aus, wie wir denn abschneiden gegenüber den anderen. Wir haben jetzt das beste Offensivtraining und das beste Techniktraining. Das ist richtig krass. Ansonsten sind wir eigentlich überall im überdurchschnittlichen Bereich, fast sogar im guten Bereich. Ja, also ein bisschen fehlt noch. Hier auch, aber wir sind, glaube ich, im guten Maß, was das Coaching-Team zumindest betrifft. Das Fitness-Team ist jetzt nicht so krass, das wundert mich ehrlich gesagt. Schauen wir uns mal die Werte von Abanos an, 14er bei Fitness und Kugel hat 16, das ist okay eigentlich. Vielleicht könnte man Abanos dann noch langfristig ersetzen, aber ich glaube, das ist erstmal ganz okay soweit. Wir sind jetzt auf jeden Fall weit über unseren Erwartungen, so was das Coaching-Team betrifft. Ich hoffe, das wird dann auch letztendlich dann in den im Spiel selber sich auswirken, sodass wir dann auch im Spiel selber und in der Tabelle dann letztendlich über Erwartungen stehen. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. Und zwar das Scouten. Und ich melde mich dann gleich wieder, bis ich dann endlich mal fertig bin. Auf jeden Fall haben wir unser Trainerteam fertig. Und haben auf jeden Fall noch ein paar Freundschaftsspiele vor uns. Ich bin echt gespannt, was das wird und ich melde mich dann gleich. So, wir haben jetzt endlich mal die Gespräche über unsere Philosophie, die wir haben wollen im Verein. Und Werner Spinner hat uns jetzt darauf angesprochen, dass wir das doch endlich besprechen wollen. Und er möchte gerne oder er ist Fan davon, direkten Fußball zu spielen, defensiven Fußball zu spielen und jungen Spieler reinzunehmen. Er möchte aber keine High-Profile-Players haben. Das ist, glaube ich, eigentlich genau unser Ding. Direkter Fußball, erstmal kurzfristig, hinterher soll es eigentlich Ballbesitz-Fußball werden. Defensiv-Fußball, müssen wir mal schauen. Ach. Wir werden auf jeden Fall Sign Young Players, glaube ich, nehmen. Also ich würde gerne anbieten, dass wir unseren Fokus darauf setzen, Spieler zu verpflichten, die eine Rolle im ersten Team haben werden. Das ist unser erstes Ziel. Und Jungspieler, also Jugendspieler, entwickeln. Das sollte unser zweites Ziel sein. Diese haben wir jetzt genannt. You have made a strong case and we are willing to adopt you proposed. Alles klar. Ja, die werden es zustimmen. Sie möchten das auch haben, dass wir junge Spieler holen in das erste Team und dass wir junge Spieler entwickeln. Das soll doch unser Ziel sein und das ist eigentlich so eine spannende Aufgabe, finde ich jetzt persönlich. Schauen wir jetzt einfach mal. Ich werde jetzt weiter scouten. Ich werde mich dann gleich wieder melden und bin dann gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Mal wieder keine Shortlist, die ich euch zeigen kann, welche Spieler ich rausgesucht habe, sondern es geht um Dusan Cvento. Er möchte jetzt doch wechseln. 2,4 Millionen. Wir sprechen mal kurz mit ihm. Er war ein super Typ für uns und wir akzeptieren das mal. Dann haben wir auf jeden Fall 2,4 Millionen zur Verfügung, beziehungsweise das, was wir ans Budget übertragen bekommen. Das sind, glaube ich, aktuell 75%. Und mal schauen, was wir mit diesem Geld dann doch so machen können. Oh, und ich sehe gerade, Meierstein wird abgeworben vom FC Bayern. Das ist unser Physio. Nee, das können die FC Bayern vergessen. Wir haben eine gute Beziehung zueinander und ich möchte nicht, dass er geht. Er kann helfen, unsere Ziele zu erreichen. Ich hoffe, er bleibt. Ansonsten schauen wir uns einfach nochmal weiter ein paar Spieler an und ich melde mich dann gleich wieder. So, wir sind wieder da und es geht diesmal darum, dass Verträge verlängert werden sollen.
Lukas Queto hat nur noch ein paar Monate Vertrag, genauso wie Thomas Kessler, Matthias Lehmann und Marcel Risse. Die würde ich unbedingt gerne behalten. Vor allem Queto ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich guter, junger Spieler. Und ich bin gespannt, 775 kriegt er jetzt. Er wird ein bisschen mehr verdienen jetzt. Wir bieten ihm erstmal 375 an. Mal gucken, was er sagt. 2800 haben möchte er gerne haben. Ist eigentlich ein bisschen zu viel, aber er ist schon ein bisschen sauer auf uns, dass wir noch nicht so wirklich das gute Angebot gegeben haben. Wir bieten ihm 2,6. Er verdient ein bisschen mehr als das Durchschnittsgehalt bei unserem Verein, aber er ist einer der besten Jugendspieler unseres Vereins. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass er das annimmt und dass wir ihn behalten wollen. Thomas Kessler ist ein sehr, sehr guter Backup für uns als Torwart. Thomas Horn wird hoffentlich noch ein bisschen länger bleiben. Deswegen sollten wir den auch auf jeden Fall verlängern. Mal gucken, was wir da so rauskriegen. 7,5, das kann er wohl annehmen. Nee, kann er nicht. 7,75. So, das ist jetzt aber wirklich, genau, 7,75, dann verlängern wir ihn auch. Matthias Lehmann ist unser Kapitän, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Boah, der kriegt eine ganz schön happige Gehaltserhöhung. Da müssen wir erstmal ein bisschen verhandeln. Das war ein bisschen zu viel, glaube ich. Hier, komm, 20.000 kannst du haben. So, dann bist du auf jeden Fall am Start. Ich hoffe, dass ich bei den anderen, ich muss mal kurz gucken, das vergesse ich nämlich immer. Ja, das ist okay. Oh, keep, alles klar. Lukas Queto müssen wir nochmal kurz gucken. Nicht, dass wir da eine Ausstiegsklausel drin haben. Das ist natürlich ärgerlich, wenn wir das drin haben, aber haben wir aktuell nicht gemacht. Marcel Risse, mal gucken, was er so haben möchte. Verdient aktuell 15.000, er möchte auch eine Gehaltserhöhung. Leck mich am Arsch. Wir bieten ihm 16.500. Mal gucken, was er uns anzubieten hat. 24.5. Er wird auf jeden Fall auch ganz schön teuer für uns. 17,5. Ja, so langsam. Oh, der wird echt teuer, ne? Naja, müssen wir mit leben. Wir wollen ihn auf jeden Fall behalten. Die Jugendspieler, das macht sowieso unser Assistant Manager. Und ich würde sagen, ich melde mich dann gleich wieder bei euch. Und wir gucken uns weiterhin die ganzen Spieler an, die wir verpflichten könnten. So, lustige Anekdote mal zwischendurch. Unsere zweite Mannschaft hat gegen Bayer 04 Leverkusen gespielt. Und ich muss sagen, Respekt an meine zweite Mannschaft. Wir haben nur 2-1 verloren. Richtig, richtig geil eigentlich. Und das wollte ich noch mal kurz erwähnen, dass ihr das auch auf jeden Fall wisst. Die ganzen Verträge, die wir gerade angefragt haben, die sind noch nicht fertig. Und deswegen schaue ich mal weiter, was wir denn für Spieler verpflichten können. Klaus Meierstein hat übrigens auch das Angebot vom FC Bayern abgelehnt. Er bleibt weiterhin unser Head-Physio. Das ist super, super gut. Gefällt mir außerordentlich gut. Gott sei Dank bleibt er. Dann brauchen wir uns darum nicht kümmern. Dann sollen sich die Bayern doch irgendeinen anderen Physio suchen. Mann, Mann, Mann. Wenn die Bayern schon den Müller-Wohlfahrt irgendwie abschießen, dann brauchen sie nicht unseren Clown. Deswegen bin ich schon mal echt froh, dass er bleibt. Und ich schaue mal weiter nach den Verpflichtungen. So, meine Damen und Herren, wir sind relativ fertig. Also ich habe noch nicht alle fertig bearbeitet, die wir gescoutet haben, aber so gut wie. Und ich habe mich schon in ein paar Leute, muss ich sagen, so ein klein wenig verliebt. Und ich zeige euch mal kurz in welche. Also hier seht ihr auf jeden Fall erstmal die Empfehlung unserer Scouts. Ja, und hier seht ihr die aktuelle Ability und das Potenzial. Es sind auf jeden Fall einige, die quasi ein Fünferpotenzial haben, also die ziemlich sicher 3,5 Sterne erreichen, machen wir mal so, die ziemlich sicher 3,5 Sterne erreichen, aber eventuell auch 5 Sterne. Das wäre zum Beispiel ein Danny de Costa von Ingolstadt. Ich habe einige niederländische Vereine abgegrast, einige dänische Vereine und so weiter. Und ein paar sind mir absolut ins Auge gestochen. Zum Beispiel Nikolai Thompson. Der hat extrem gute Werte, muss ich sagen. Also wenn ihr euch das mal anschaut, es sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Gutes Passing, gute Einwürfe, gutes Dribbling, Crossing und so weiter. Alles, was eigentlich so für einen linken Mittelfeldspieler ordentlich ist. Geschwindigkeit ist in Ordnung, Agilität ist in Ordnung, Fitness, Teamwork. Es ist eigentlich ein perfekter Spieler, finde ich, für meine
meine Taktik, jetzt ganz einfach so gesagt. Und schauen wir uns mal hier so an. Er ist aktuell ein 3-Sterne-Spieler und er könnte ein 5-Sterne-Spieler werden, sozusagen. Das heißt, er hat extrem viel Potenzial. Ist aktuell, ich glaube, 22 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche, 22 Jahre alt. Entspricht also sozusagen auch unserer neuen Philosophie. Er hat anscheinend kein Interesse, uns per Leihgabe zu joinen, also zu uns zu kommen. Aber ansonsten würde er gerne zu uns stoßen. Er wäre für 1 bis 2 Millionen zu haben und würde auch nicht allzu viel Gehalt fressen. Also ich sehe eigentlich nur Potenzial in diesem Spieler. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die Positions. Er ist natürlich, und das ist leider ein bisschen blöd, ich scoute ihn nochmal ein bisschen, ist er zentraler Mittelfeldspieler, aber könnte auch linker Mittelfeldspieler sein. Also da müssen wir ihn ein bisschen umschulen auf vielleicht einen offensiven linken Mittelfeldspieler. Aber wenn er das so einigermaßen hinkriegt, warum nicht? Ey, der hat Zeit, der ist 22, der ist jung. Ich sehe in ihm extrem viel Potenzial, deswegen schicke ich auf jeden Fall mal eine Anfrage raus und mal gucken, ob wir den vielleicht für 1, was haben wurde gesagt? Wir werden ihn wahrscheinlich von 1 bis 2 Millionen kriegen können. Das wäre ja fantastisch. Ich schicke einfach mal jetzt 900.000 raus, mal gucken, was der Verein sagt. 2,1. Ey, ganz ehrlich, ich bin schon drauf und dran. Wir haben ja jetzt Dusan Svento abgegeben. Ich bin echt drauf und dran, ihn zu verpflichten und dann vielleicht noch 1, 2 andere junge Spieler, so vielleicht vertragslose Spieler, die ein bisschen Potenzial zeigen, so als Backup, aber ansonsten ihn so als Hauptverpflichtung zu nehmen. Ich weiß nicht, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr denn dazu sagt, wie ihr das findet. Ich bin auf jeden Fall überzeugt von ihm. So, jetzt machen wir mal 950, mal gucken, 1 Million schicken wir mal raus, 2 Millionen sagen sie, vielleicht kriegen wir den für 1,1 Millionen, 1,9. Das könnte ein bisschen teuer werden. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Schreibt es in die Kommentare, 1,9 Millionen, sollen wir den für 1,9 Millionen? Ich mache jetzt einfach mal ein Angebot, schick's einfach raus und dann gucken wir einfach mal. Ansonsten habe ich hier, das ist ein relativ bekannter Spieler in der FM-Szene. Der soll sehr, sehr günstig sein und extremes Potenzial haben. Schauen wir uns mal, 850.000 würde der kosten. Also der ist sehr, sehr beliebt, ist kein Unbekannter mehr in der Szene. Probieren wir den doch auch einfach mal aus. Mal gucken, ich muss mal kurz gucken. Können wir ihm einfach ein Contract-Offer senden? Nee. Ich schicke ihm jetzt einfach mal ein Angebot. Mal gucken, was Ajax sagt. 11,25 Millionen. Ah, alles klar. Ich verstehe nicht, was hier dieses... ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Compensation 850k bedeutet. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Der hat lang genug Vertrag. Ich weiß nicht, was wir da kompensieren sollen. Auf jeden Fall könnte der jetzt doch ein bisschen zu teuer werden. Ich habe keine Ahnung, was die mir damit sagen wollen. Ja, die sind nicht prepared, da irgendwas zu machen. Schenken wir nochmal 1,5 raus. Ich habe keine Ahnung, was die damit meinen. Ansonsten müssen wir mal kurz schauen. Vom Value her habe ich hier einen gefunden. Der ist aus Ghana, ist aber auch Deutscher sozusagen. Schauen wir mal, was der genau wohnt in Deutschland, ist Ghana, hat auch quasi die deutsche Nationalität, ist also Deutscher. Kommt eigentlich von Wolfsburg, ist vertragslos aktuell und soll wohl ein bisschen Potenzial haben. Ich meine, er ist für 400 bis 875 pro Woche, also Euro pro Woche, zu haben. Warum nicht verpflichten und gucken, ob er wirklich diese 3,5 Sterne Potenzial irgendwie wert ist. Deswegen würde ich mal sagen, signen wir ihn einfach, wir geben ihm jetzt einfach einen Vertrag und gucken mal, wie er sich entwickelt in unserem Jugendteam. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Ansonsten haben wir auf jeden Fall keinen Fehler gemacht, sagen wir es mal so. Ansonsten haben wir hier noch einen Yannick Landwehr, der mir auch ganz gut gefallen hat. Ist allerdings Verteidiger, ist Innenverteidiger, bringt uns jetzt nicht sonderlich... Ups,
da ist mein Handy runtergefallen. Bringt uns jetzt nicht sonderlich viel, hat aber vielleicht für die Zukunft ein bisschen Potenzial. Würde uns 375 bis 850k kosten. Das ist dann halt so die Frage, ob es das wert ist. Ansonsten könnten wir hier Eli Yuan verpflichten. Ist ein Stürmer von Nantes, ist auch kein Unbekannter mehr in der FM-Szene. Der würde 750 bis 1,8 Millionen kosten. Ist kein Unbekannter in der Szene, ist ein Wunderkind sozusagen. Den würde ich dann auch versuchen zu verpflichten, wenn der andere nicht klappt, der andere Transfer. Das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Da hätten wir auf jeden Fall ein Wunderkind im Haus. Ja, 1,4 Millionen wollen sie für ihn, das ist für mich in Ordnung, können wir auf jeden Fall uns leisten. Was hat mir noch gefallen? Ich muss mal kurz gucken. Ability, haben schon einige sehr, sehr viel, sehr, sehr hohe Ability. Martin Hinteregger wird uns zu teuer sein. Wallon Berisha wäre noch eine Wahl. Alexander Ring, da bin ich mir, genau, der wird leider auch zu teuer sein. Moritz Leitner, leider zu teuer. Also es sind sehr, sehr viele teure Spieler dabei. Michael Ishak ist ein interessanter Junge. Der hat sogar schon beim 1. FC Köln mal gespielt. Könnt ihr euch hier ansehen. War beim 1. FC Köln, hat dann, ziemlich viele Wechsel hinter sich. Ich würde ihm tatsächlich noch eine Chance geben, denn er hat jetzt aktuell 2,5 Sterne, ist jetzt also, wäre nicht unser schlechtester Stürmer, hat aber noch das Potenzial auf 5 Sterne und wäre nicht allzu teuer. Deswegen schicke ich ihm auch nochmal eine Anfrage, beziehungsweise den Verein. Vielleicht möchte er ja doch zu unserem Verein nochmal wechseln. Vielleicht will er die zweite Chance dann irgendwie noch hinkriegen. Ich glaube es zwar fast nicht, aber man weiß es nicht. So, das haben sie uns abgelehnt. Deswegen geben wir ihm 1,3 Millionen. Mal gucken, ob da irgendwas wird. Ansonsten sollten wir uns eigentlich darauf versteifen, dass wir einen offensiven linken Mittelfeldspieler hinkriegen. Da wäre, wie gesagt, Wallon Berisha wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. 2,2 ist aber zu teuer bis 4,6. Möller-Deli wäre auf jeden Fall super, aber den wird der SC Freiburg leider nicht verkaufen wollen, schätze ich mal. Hamad würde 1,6 bis 3,6 Millionen kosten. Ich glaube, das wird auch langfristig zu teuer, hat aber echt Potenzial. Hat 2,5 Sterne jetzt schon, ja. Ich weiß nicht, ob er als Attack im Mittelfielder, da hat er leider ein bisschen weniger. Also den bräuchte man nicht unbedingt. Der ist eigentlich rechter Mittelfeldspieler, aber wir haben offensive Mittelfeldspieler. Ein anderer interessanter ist Mathis Bolli. Muss man so sagen, leider. Auch wenn er von Düsseldorf kommt. Er wäre günstig. Er ist super schnell. Ist eigentlich auch auf den Positionen, die wir fordern, ziemlich gut. 2,5 Sterne auf Attacking Midfielder. Auch rechts ist er genauso stark. Würde 1,8 Millionen kosten. Vielleicht machen wir da nochmal eine Anfrage. Vielleicht klappt es. Auch wenn ich es fast nicht glaube. 4,5 Millionen wollen sie haben. Seht ihr, das wird, glaube ich, auch wenn wir jetzt super in Verhandlungen sind, wird das nicht klappen mit unserem Budget. Kann ich mir leider nicht vorstellen. 1,8, jetzt haben wir den... wir sind schon fast an unserer Grenze, muss ich sagen. Ja, 4 Millionen, da wird es leider keine Chance geben. Ansonsten habe ich sehr, sehr viele interessante Spieler gefunden. Hier Mario Engels zum Beispiel wäre ein interessanter Spieler. Würde uns 1,1 kosten bis 2,5 Millionen. Wäre eine Option. Und sehr, sehr viele haben auch sehr, sehr viel Potenzial, sind günstig, aber dann muss man abwarten, was denn passiert. Also wir könnten hier zum Beispiel den Ioa könnten wir verpflichten, der wäre sehr interessant. Da müssten wir vielleicht mal schauen, was denn Düsseldorf so sagt. Den könnte man tatsächlich, den stelle ich euch mal kurz vor. Und zwar hat er eigentlich ganz normale Attribute, jetzt nichts Wildes, nichts Dolles, ist aber 17 Jahre alt, hat enormes Potenzial. Bisher hat er leider keine Stärke, würde uns also sofort nicht weiterhelfen, aber er hat das Potenzial, er wird auf jeden Fall 2,5 Sterne erreichen, er hat das Potenzial auf 4,5 Sterne. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, könnte man sich echt überlegen, also 1,5 Millionen ist natürlich zu viel,
Aber wenn man den für, sagen wir mal, knapp unter 1 Million oder... Guckt euch das mal an. Vielleicht kriegen wir den jetzt gerade doch für knapp unter 1 Million. Ja, sehr gut. Jetzt 800.000. Nee. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Alles nicht. Geben wir dem lieber 875.000 und dann sollt ihr zufrieden sein. Ja, für 875.000 könnten wir Ioa verpflichten. Das wäre nicht schlecht. Auch wenn er uns jetzt gerade nicht sofort weiterhelfen könnte, aber es wäre auf Dauer echt eine Alternative. Alexander Esswein wäre eine Alternative, ist aber aktuell zu teuer. Ansonsten habe ich hier noch den Lerin Duarte gefunden. Der sieht auch sehr, sehr gut aus. Muss man ganz ehrlich sagen, hat sehr, sehr gute Werte. Ist 24 Jahre alt. Aber nur noch das Potenzial von 3,5 Sterne. Also ich glaube, den bräuchte man nicht unbedingt jetzt verpflichten oder müsste man nicht sofort verpflichten. Außer wenn wir tatsächlich keinen anderen mehr finden würden. Ansonsten müssen wir nochmal ganz kurz drüber schauen. Florian Kainz, ja, sieht auch sehr, sehr gut aus. Hat eine Ability von 2 Sterne. Ist also ein bisschen schlechter als unsere bisherigen Spieler, aber wird auf jeden Fall 3,5 erreichen, eventuell sogar 5. Ist Österreicher, versteht die Sprache, kostet allerdings 1,9 bis 3,9. Und das wäre für uns dann eventuell zu teuer. Ich muss einfach mal weiterschauen, würde ich sagen. Ich gucke einfach ein bisschen weiter, auch offscreen. Und ich habe sowieso schon lang genug geredet, ewig lang. Ich weiß, ich hoffe, dass die Folge nicht stundenlang geht. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier einen kurzen Cut. Meldet euch in den Kommentaren, welche Spieler ihr gesehen habt, die ich noch nicht vorgestellt habe und die für euch interessant wirken. Oder was ihr für Meinungen habt, welche Spieler wir am ehesten kaufen sollten von denen, die ich vorgestellt habe. Und ja, schreibt einfach mal eure Ideen rein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao.